Wir schauen auf die Flughäfen Deutschlands. Geht wieder mal los. Flughäfen, die blockiert werden. Gestern Köln-Bonn, heute Morgen Frankfurt am Main. Die einen nennen sie Chaoten, die anderen Aktivisten. In Frankfurt am Main ist der Flugverkehr am Morgen eben wegen einer Protestaktion eingestellt worden. Mehrere Menschen auf das Vorfeld gelangt. Die Gruppe Letzte Generation hat erklärt, sich zum Zugang zum Flughafengelände verschafft zu haben. Rund 140 Flüge fielen wegen der Blockade aus. Jana Wochnik. Und wieder ein Flughafen. Und dann der größte in Deutschland. Mindestens 6 Klimaaktivisten bringen den Betrieb am Frankfurter Airport für einige Stunden zum Erliegen. Und damit tausende Angestellte und Passagiere in Schwierigkeiten. Flüge fallen aus, verzögern sich. Der wirtschaftliche Schaden schon absehbar immens. Und ich bin betroffen, weil ich um 14.30 Uhr eigentlich meine Reisegesellschaft in London erwischen muss und momentan nur einen Flug 17 Uhr bekommen habe. Die nötigen die Leute. Das ist strafbar, was die machen. Da muss einfach mal das Gericht durchgreifen. Sehr betroffen. Also ich würde, wenn man mich rauslassen würde, würde ich da hingehen, würde es selber klären. So auf meine Art. Egal, kein Aufruf zu Gewalt. Ich sage Nein zu Gewalt, ganz wichtig. Wir sind ehrlich gesagt genervt. Und zwar jetzt nicht unbedingt, weil es uns jetzt betrifft, sondern weil die Art des Protestes nicht die richtige ist. Doch das sehen die vorgeblichen Kämpfer fürs Klima offenbar anders. Wir müssen jetzt handeln. Bis 2030 müssen wir spätestens aus den fossilen, also Gas, Kohle und Öl, ausgestiegen sein. Sie verschaffen sich in den Morgenstunden gewaltsam Zugang zum Gelände und kleben sich auf dem Vorfeld fest. Beamte müssen sie vom Asphalt entfernen, wie die Bundespolizei wörtlich mitteilt. Der hessische Innenminister warnt. Noch gravierender ist, durch solche Aktionen werden Menschenleben gefährdet. Denn der Eingriff in den Luftverkehr ist ein ganz sensibler, ein ganz schwerwiegender Eingriff. Und deshalb dürfen wir solche Aktionen nicht hinnehmen. Ich erwarte, dass der Rechtsstaat hierauf zügig und mit Härte reagiert. Mehrere Flughäfen wie Berlin und Hamburg kündigten inzwischen an, ihr Gelände besser zu sichern. Am Mittwoch bereits hatten Aktivisten der letzten Generation europaweit mehrere Airports lahmgelegt, so auch in Köln-Bonn. Auf den Seiten der letzten Generation meldet sich Yannick zu Wort, bekannt als Bali-Flieger. Jetzt appelliert er an Bundesregierung und Flugindustrie. Unsere Regierung muss endlich ehrlich kommunizieren, dass es so nicht weitergehen kann, dass auch die Flugindustrie sozial gerecht runtergefahren werden muss. Der Flugbetrieb in Frankfurt ist inzwischen wieder gestartet, Verzögerungen wird es aber noch länger geben. Und Flughäfen und die Passagiere müssen sich auf weitere Protestbekundungen und massive Einschränkungen einstellen, solange die Sicherheitsbereiche offenbar so leicht zu entern sind. Tja, da muss man die Emotionen schon versuchen, unter Kontrolle zu halten. Daniel Koop in Frankfurt am Main. Es ist viel liegen geblieben von heute Morgen. Wie versucht man denn jetzt wieder in den Flugplan zu kommen? Vor allem, was sagen denn die vielen, die da mehr oder weniger zumindest zeitweise gestrandet sind? Genau, das ist das große Problem. Es hat sich hier unheimlich viel natürlich am Morgen aufgestaut. Also ganz viele Reisende, die hier in irgendeiner Weise wegkommen wollen, die aber in den meisten Fällen erstmal nicht von hier wegkommen, weil es teilweise zu wenige Flugzeuge gibt. Die ganzen Flugzeuge sind natürlich komplett aus ihren Rotationen auch rausgekommen und weil man auch super lange braucht, um überhaupt umgebucht zu werden. Also wir können uns das mal anschauen. Das ist normalerweise eine Check-in-Schlange hier am Frankfurter Flughafen. Das ist jetzt eine Umbuchungsschlange und ich kann sagen, diese Schlange, die geht bestimmt noch 20 oder 30 Meter weiter dann auch um die Kurve und wir können auch mal nach oben schauen. Da oben ist auch ein Ticketschalter. Auch hier oben wird man versucht, auf jeden Fall umzubuchen. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, das muss man ganz klar sagen. Zehntausende Reisende, die betroffen sind. Viele Familien, die natürlich auch unterwegs sind aufgrund der Feriensituation. Wir können uns mit einer Familie jetzt hier auch unterhalten. Erzählen Sie uns mal kurz zusammengefasst Ihre Leidensgeschichte des heutigen Tages. Ja, wir kommen aus Hamburg und wollten dort heute Morgen um 6 den Flieger nehmen. Und der hatte dann Verspätung. Das haben wir erst kurz vorm Einstieg quasi erfahren und haben dort dann bis 9 gewartet, haben dann eine Maschine nach Frankfurt bekommen und sind jetzt hier komplett gestrandet. Wir kommen nicht an unser Gepäck ran, wir wissen nicht, wann es weitergeht und haben eben schon 2 Stunden innen drin in der Schlange gewartet und haben uns jetzt entschlossen, erstmal abzubrechen und ein Hotel zu nehmen.
weil, wie gesagt, wir sind seit kurz vor vier unterwegs. Auf den Beinen. Ja, wir sehen hier, Sie sind mit Ihren Jungs ja hier auch unterwegs. Die versuchen auch, so ein bisschen das Beste aus der Situation zu machen. Als Mutter, hat man da in irgendeiner Weise Verständnis für das, was heute passiert ist? Oder nein, geht das alles viel zu weit? Erklären Sie mir das mal. Also ich habe kein Verständnis insofern, weil ich finde, dass in diesem Punkt die falschen Leute drunter leiden. Das sind alles Familie, das sind Kinder, das sind Leute, die in ihren wohlverdienten Urlaub fahren möchten. Und da finde ich schon, dass das, dass es dann die erwischt, die es jetzt gerade gar nicht verdient haben. Ja. Ich frage mal Ihren Sohn, wir haben uns auch gerade auch schon mal kurz unterhalten. Was habt ihr jetzt den ganzen Morgen hier gemacht? Eigentlich rumgesessen und gewartet. Ja. Rumgesessen und gewartet, das haben wir eigentlich von den meisten Leuten gehört. Das hat das, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie heute hier noch in irgendeiner Weise ein vernünftiges Hotel bekommen und dann hoffentlich dann morgen den Urlaub antreten können. Danke erst einmal für die Information. Danke euch auf jeden Fall, dass ihr mit mir auch gesprochen habt. Wir gehen einfach noch mal ein kleines Stückchen hier weiter, werfen auch mal einen Blick auf die Anzeigentafel. Und da können wir sehen, also jeder Flug, der in irgendeiner Weise heute hier noch stattfindet, der ist wirklich massiv verspätet. Also ich sehe gerade hier zum Beispiel eine Condor-Maschine nach Cancun. Also das ist wirklich etwas, was man natürlich so nicht eingeplant hat. Und das sind nur einige der Flüge. Also das ist hier quasi das Board, was den ganzen Tag jetzt widerspiegelt. Wirklich massive Verspätungen, die es heute hier während des gesamten Nachmittages, während des gesamten Abends dann auch geben wird. Und die Reisenden, ja, sie stehen hier, sie warten, sie hoffen in irgendeiner Weise umgebucht zu werden. Es gab eine Menge Kritik auch an der Website, auch an der Lufthansa, dass man da ja zu wenig Personal hier hat, dass es auch nicht gut funktioniert, mit der App da umgebucht zu werden. Das gleiche aber natürlich auch bei den anderen Fluggesellschaften. Also wirklich eine komplizierte Situation. Heute möchte man definitiv nicht mit dem Flugzeug unterwegs sein. Definitiv nicht, aber man weiß ja auch nicht, wie es morgen, übermorgen weitergeht auf den Flughäfen in Deutschland. Daniel Koop, recht vielen Dank nach Frankfurt. So, Katja Losch ist bei mir im Studio. Und das große Thema sind ja die Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen wurden, getroffen sind. Und dann sagen die Flughafenbetreiber, also wir sind da eigentlich voll im Plan. Wir machen das, was notwendig ist. Aber man hat so den Eindruck, also wir sagen mal so. Sie machen das, was gesetzlich vorgesehen ist. Oder so. Das tun sie absolut. Das kann der Markt jetzt der ein oder andere für unzureichend halten. Also wir sehen ja, der Ärger, das Unverständnis ist ziemlich groß. Wir schauen uns mal an, was im Luftsicherheitsgesetz steht. Und da schauen wir auf den Paragraphen 8. Da ist das nämlich genau geregelt für die Flughafenbetreiber. Der Betreiber eines Flugplatzes ist zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs verpflichtet, die Bereiche der Luftseite gegen unberechtigten Zugang zu sichern. Luftseite meint hier nicht nur das, was in der Luft ist über dem Flughafen, sondern eben auch die Rollbahnen auf der anderen Seite, die Terminals, die werden dann eben als Landseite bezeichnet. Aber der Flughafenbetreiber ist für diese sogenannte Luftseite also zuständig. Was heißt das jetzt konkret für den Flughafen in Frankfurt? Der ist bekanntermaßen der größte Flughafen Deutschlands, nach Passagierzahlen der viertgrößte Flughafen Europas. Betroffen waren dieses Mal drei Start- und Landebahnen. Auf die sind die Aktivisten gelangt. Zum einen die Startbahn West, dann auch die Centerbahn 25C und die Südbahn 25L. Der gesamte Flughafen hat eine Fläche von 24 Quadratkilometer. Das ist ein eigener Stadtteil von Frankfurt. Dieser Flughafen ist umgeben von einem 30 Kilometer langen Zaun. Wir haben es gesehen auf den Bildern. Der besteht aus Maschendraht, aber auch aus Natrodraht. Und tatsächlich ist ja einer der Aktivisten auch in diesem Zaun hängen geblieben. Der hat es also nicht aufs Gelände geschafft. Wenn der Zaun durchschnitten wird, kommen Sensoren zum Einsatz, dann schlägt der Zaun also Alarm. Es wird unregelmäßig Streife gefahren, unregelmäßig vor allem deswegen, damit eben nicht das Erscheinen der Polizei berechenbar ist. Es gibt natürlich überall Kameras auf dem Flughafengelände, die auch den Zaun im Blick haben. Und schließlich, wenn es dann einen Sicherheitsvorfall gibt, dann wird die sogenannte Alarmkette in Gang gesetzt. Das heißt, da werden die zuständigen Leute angerufen bzw. schalten sich zusammen zu einer Konferenz. Es wird erstmal überprüft durch eine Streife, durch die Kameras, ob wirklich jemand eingedrungen ist und nicht nur ein Tier sich am Zaun zu schaffen macht. Wenn dem dann so ist, dann ist die erste Maßnahme, also wenn ein Eindringling ist, dass der Flugbetrieb komplett eingestellt wird. Und das liegt vor allem daran, weil niemand
gefährdet werden soll. Natürlich nicht die Eindringlinge, aber vor allem nicht die Mitarbeiter und die Sicherheitsleute, die ja dann wieder für Sicherheit dort sorgen sollen. Das hat eigentlich heute Morgen auch gut geklappt aus Sicht des Flughafenbetreibers. Innerhalb von Minuten, kurz nach 5, waren alle alarmiert. Dann um 7.02 Uhr ist die erste Landebahn wieder geöffnet worden. Ab 7.50 Uhr konnten alle Bahnen wieder benutzt werden. Trotzdem kann man natürlich sagen, das hält man nicht für zureichend. Da muss allerdings die Politik im Zweifel sogar europäisch tätig werden. Das ist alles europäisch einheitlich geregelt, denn die Flughafenbetreiber selber sagen, das reicht eigentlich, beziehungsweise viel mehr kann man nicht machen. Wer wirklich möchte, der kommt durch jeden Zaun, egal wie hoch er ist oder wie gesichert er ist. Und Terroristen, die schicken im Zweifel auch eine Bombe mit Drohne auf den Flughafen. Die wollen ja gar nicht selber drauf. Was sie allerdings begrüßen, ist jetzt die anvisierte Verschärfung der Strafe, die ja in der vergangenen Woche durchs Bundeskabinett gegangen ist. Das heißt, jetzt momentan sind nur Bußgelder, immerhin bis zu 10.000 Euro vorgesehen, aber demnächst eben auch Gefängnisstrafen. Und das Ganze muss aber jetzt noch durch den Bundestag. Und dann bleibt aber immer noch die Frage, wer sich auch von solchen Strafen abhalten lässt. Die Hoffnung ist zumindest da, deswegen machen das die Politiker ja auch, dass sich dann doch einige mehr abschrecken lassen. Katja, danke schön für diesen Überblick. Danke. So, die Flughäfen Leipzig, Halle und Dresden, die treffen nach der Störung des Betriebs am Frankfurter Airport erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das möglicherweise eine Reaktion doch darauf, dass die aktuellen Vorkehrungen vielleicht nicht genügen? Und viele fragen sich auch, sind vielleicht die Strafen für solche Art Handeln zu gering, zu wenig abschreckend, dass es immer wieder zu Flughafenblockaden kommt? Valentin Weimer. Einmal den Bolzenschneider anlegen, Zaun aufschneiden und dann ab aufs Rollfeld. Auf den Boden festkleben und schon bricht Chaos aus. Trotz aller Sicherheitsbemühungen schaffen es die Klimakaoten in Frankfurt, den größten Flughafen Deutschlands lahmzulegen. Die deutschen Verkehrsflughäfen rüsten zwar gegen Eindringlinge auf, wirklich verhindern können sie es aber nicht. Wir haben allein an den Flughäfen 350 Kilometer Zaun, wenn sie nur die 20 größten Airports aneinanderreihen. Wir können die Zäune, die Tore nicht auf den Standard einer innerdeutschen Zonengrenze bringen. Die Alternative zu mehr Schutz heißt Abschreckung. Und tatsächlich könnte es für die Chaoten in Zukunft unangenehm werden. Innenministerin Nancy Faeser beschreibt auf X die neue Strategie der Bundesregierung. Diese Aktionen sind gefährlich, dumm und kriminell. Wer Landebahnen blockiert, riskiert nicht nur sein eigenes Leben, sondern gefährdet auch andere und schadet allen Reisenden. Diese Taten müssen strenger geahndet werden. Wir haben empfindliche Freiheitsstrafen vorgeschlagen. Wer auf das Flughafengelände eindringt, kann mit dem neuen Gesetz bis zu 5 Jahre ins Gefängnis kommen. Unterstützung gibt es für die Verschärfung von der Opposition. Da ist so viel Borniertheit und so viel fortgesetzte, auch kriminelle Energie dahinter, dass es jetzt endlich auch mal klare Strafen braucht. Einzelrichter haben entschieden, dass solche Klimaaktivisten ins Gefängnis müssen. Ich glaube, gerade bei fortgesetzter Tat ist notwendig, dass nicht immer nur Ermahnungen sind und nicht immer nur Bewährung, sondern dass jetzt auch mal Haftstrafen notwendig sind. Das Gesetz muss aber erst noch durch den Bundestag. Für die Eindringlinge aus Frankfurt gilt es also noch nicht. Sie kommen mal wieder mit einem blauen Auge davon. So, dann frage ich doch mal Luisa Stangl. Wir haben gerade im Beitrag gehört, auch von oder gelesen von der Innenministerin, ja, wir haben da was auf den Weg gebracht. Heißt denn das, diese verschärften Gesetze und diese verschärften Strafen sind schon in Kraft? Oder muss da noch ein bisschen was getan werden und haben die sogenannten Aktivisten jetzt im Sommer noch ein bisschen Zeit, hier und da für Chaos zu sorgen? Na, vergangene Woche, Thomas, wurde diese Änderung des Luftsicherheitsgesetzes im Kabinett beschlossen, wurde hier auf den Weg gebracht, aber muss eben noch beraten werden. Also ist jetzt noch nicht komplett etabliert. Aber die Bundesinnenministerin oder auch der Verkehrsminister, die stützen sich darauf und sagen, ja, wenn das dann aber auf den Weg gebracht ist, dann gibt es hier wirklich härtere Strafen für die letzte Generation, für die Klimakleber. Denn da hat man jetzt einen neuen Straftatbestand etabliert. Bisher ist es nur ein Bußgeldtatbestand und man möchte eben dieses Jahr Eindringen auf den Flughafen oder auch auf das Rollfeld, auf die Abflugbahn, auf die Landebahn ja mittlerweile härter bestrafen. Da ist jetzt in Aussicht, dass es eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren gibt oder auch eine Geldstrafe. Auch für diejenigen, ja, die es nur versuchen oder helfen. Und das Ganze kann eben nochmal auf bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe ja erhöht werden, wenn eben gefährliche Gegenstände mitgeführt werden, zum Beispiel eben Waffen, bestimmte Messer,
aber da geht es auch um gefährliche oder giftige Substanzen. Dann könnten hier bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe drohen, aber das Ganze muss eben nochmal beraten werden. Es werden aber auch andere Forderungen gestellt, zum Beispiel von Julia Klöckner, der wirtschaftspolitischen Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Die sagt, es reicht hier nicht nur hier mit Freiheitsstrafen zu drohen, sondern die Klimaaktivisten, die müssen auch für diesen Schaden aufkommen, denn die schneiden sich hier mit ihren Aktionen auch ins eigene Fleisch. Sie fordern hier mehr Transformation, aber eine Transformation zu mehr Nachhaltigkeit, die ist eben nur möglich, wenn eben man eine starke Wirtschaft hat. Und dementsprechend ist hier die Forderung, die Klimaaktivisten sollen hier auch diesen Schaden bezahlen. Zum Beispiel Eurowings hat vergangenen Dezember hier die Klimaaktivisten auf 740.000 Euro Schadensersatz verklagt. Da muss man aber dazu sagen, meistens wird dann dieser Schadensersatz, wenn es dann überhaupt dazu kommt und die Gerichte das so verurteilen, gar nicht von den Aktivisten selbst gezahlt. Denn es gibt eben großzügige Spender, auch für die letzte Generation, die dann meist eben diese Strafen übernehmen. Oder oftmals ist eben bei den Aktivisten nicht so viel zu holen, weil sie eben meistens auch noch Studenten sind. Aber man will jetzt eben mit dieser Verschärfung von dem Luftsicherheitsgesetz zumindest die Freiheitsstrafen, eine härtere Strafe auf den Weg bringen. Ob sich die Aktivisten davon abbringen lassen, das ist eher unklar, denn sie haben schon mal eine Reaktion darauf gesagt und haben gesagt, wir machen das nicht wegen den Strafen oder lassen uns von den Strafen hier nicht abbringen, sondern wir machen es zum Zweck. Luisa Stangl, für den Moment recht vielen Dank. Thorsten Frey mir zugeschaltet, CDU, der parlamentarische Geschäftsführer. Glauben Sie, dass die Aktivisten sich abhalten lassen könnten und würden von schärferen Gesetzen und einer Änderung des Flugsicherheitsgesetzes, solche Dinge zu unterlassen? Ja oder nein, Herr Frey? Ja, ich glaube, dass es ein ganzes Bündel von Maßnahmen braucht, die hier zur Anwendung kommen. Natürlich braucht man den richtigen gesetzlichen Rahmen. Da ist es sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, was die Bundesregierung nun vorhat. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Strafrahmen hier durchaus noch erweitert werden müsste, nämlich bei Freiheitsstrafen von bis zu 5 Jahren und den Qualifikationstatbeständen auch darüber hinaus. Man muss, glaube ich, auch darüber sprechen, dass wenn eine Nötigung wie in diesem Fall so viele Menschen ganz unmittelbar betrifft, dass das dann eben auch einen anderen Strafrahmen zur Folge hat. Und an vieles andere ist zu denken. Sie haben das in Ihrem Beitrag gesagt. Die Klimaaktivisten, die hier wirklich eklatante Straftaten verüben, und deswegen ist der Begriff Aktivisten eigentlich gar nicht mehr richtig, die machen das mit einer inneren Überzeugung, die unglaublich ist, weil sie ihre eigenen Anliegen sozusagen über die anderer stellen. Und deswegen muss man hart durchgreifen und darf beispielsweise Kettenbewährungen nicht mehr akzeptieren. Wer fortlaufend immer wieder die gleichen Straftaten begeht, der muss dafür auch mit einer Haftstrafe büßen. Hier geht es letztlich auch darum, dass man die Allgemeinheit vor diesem gemeingefährlichen Verhalten schützt. Aber Herr Frey, die Innenministerin hat ja vor einem Jahr schon eine Verschärfung des Luftsicherheitsgesetzes versprochen. Jetzt sind wir ein Jahr weiter und stehen eben vor dem Dilemma, dass die Proteste oder diese Blockade von Flughäfen weitergehen. Warum dauert das so lange? Und natürlich hätte man da vielleicht schneller arbeiten können. Aber wäre es nicht auch vielleicht an der Opposition gewesen, zu sagen, Freunde, da müssen wir noch was tun, und zwar so schnell wie möglich, dass wir vielleicht wieder vor die Situation kommen und nicht hinterherlaufen? Ja, Sie haben absolut recht. Also diese Frage muss man natürlich der Bundesregierung stellen. Warum ist sie nicht in der Lage, schneller auf die Notwendigkeiten zu achten? Wir haben bereits Ende 2022, also jetzt schon vor 1,5 Jahren, einen sehr umfassenden Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht. Er ist, wie so häufig bei der Opposition, abgelehnt worden durch die Koalitionsmehrheit. Aber damit ist natürlich das Problem nicht gelöst, sondern ganz im Gegenteil. Es ist seitdem nichts Substanzielles passiert und es bedarf eben zusätzlicher Möglichkeiten. Ich habe jetzt vorhin über repressive Maßnahmen gesprochen, also mit generalpräventiver Wirkung, was passiert, wenn etwas passiert ist. Aber ich glaube, aus dieser repressiven Haltung muss man auch ein präventives Handeln ableiten. Das heißt, es geht auch darum zu schauen, was kann man tun, um diejenigen, die so etwas immer wieder machen, und es sind ja immer wieder die gleichen,
Wie kann man die davon abhalten? Und da muss man, glaube ich, ganz andere Möglichkeiten nutzen. In Bayern sind die Möglichkeiten der Präventivhaft genutzt worden. Man darf Kettenbewährungen nicht länger akzeptieren. Man muss sich vielleicht auch überlegen, ob man über entsprechende Tracking-Systeme oder auch Fußfesseln bei denen, die schon einschlägig vorbestraft sind, zum Einsatz bringen kann. Klar ist doch eines, diese Leute tanzen unserer Gesellschaft und dem Staat auf der Nase herum. Sie glauben, mit ihren Themen auch Recht und Gesetz außer Kraft setzen zu können. Und da muss, glaube ich, ein ganz grundsätzlicher Riegel vorgeschoben werden, weil sonst ist der demokratische Diskurs am Ende. Muss und kann man das überhaupt, Herr Frey, nicht auch, ich sag mal, an die Geldgeber ran, an die Unterstützer solcher Aktionen? Denn wir haben ja jetzt auch von Luisa Stangl gehört, dass vielfach Tausende, zigtausende Euro Strafe von anderen aus der Portokasse gezahlt werden, nicht von denen, die letztendlich sich da irgendwo festgeklebt haben und dann letztendlich dieses Geld zahlen sollen. Ja, da haben Sie absolut recht. Und zwar auf unterschiedlichen Ebenen muss man das tun. In vielerlei Fällen werden diese Organisationen letztlich auch den Tatbestand der Bildung einer kriminellen Vereinigung erfüllen. Wir haben in der Vergangenheit schon das ein oder andere Urteil gehabt, dass das für diese Organisationen festgestellt hat. Es gibt auch vereinsrechtliche Möglichkeiten, solche Finanzierungsstränge offenzulegen und für den Staat dann damit auch nachvollziehbar zu machen. Ich bin sehr dafür, dass wir all diese Möglichkeiten, die es in diesem Bereich gibt, dass man die tatsächlich nutzt, dass man die zur Anwendung bringt und damit auch maximalen Druck aufbaut. Und Sie haben das vorhin im Beitrag auch gesagt, es gibt eine strafrechtliche Komponente, es gibt eine präventive Komponente. Und dann ist es so, dass hier massiver Schaden, wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird. Und der muss ersetzt werden. Deswegen muss die zivilrechtliche Komponente im Blick behalten werden, Schadensersatz gefordert werden und dann kommen wir auf Beträge, die erklecklich sind. Gerade wenn man die Bilder sieht, die Sie gerade zeigen, dann muss man die Frage stellen, welches Recht nehmen sich diese Kriminellen eigentlich heraus, dass sie Hunderte, Tausende von Familien am Flughafen stranden lassen, wenn die auf dem Weg in den Jahresurlaub sind. Das ist durch nichts zu rechtfertigen, mal ganz abgesehen von den massiven Gefährdungen, die durch den gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr entstehen. Und deshalb bedarf es hier einer klaren und überzeugenden Antwort. Jeder, der so etwas tut, muss wissen, dass ihn die volle Härte des Gesetzgebers trifft und auch des Gesetzes trifft. Und wie Sie es angesprochen haben, wir haben die Erwartung, dass die Bundesregierung darüber nicht nur redet, sondern dass sie handelt und jetzt auch sehr schnell handelt. Wir werden als Opposition alles unterstützen, was hier in die richtige Richtung geht. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Frey. Danke.